TV Original hier jetzt beim MSC in Philippsburg. Ich bin Armin Dierix, ich mache im Moment der Trainer. Ja, man muss einerseits gut Fußball spielen können, Übersicht haben, muss auch noch mit der Maschine umgehen können. Das dauert schon ein, zwei Jahre, bis man einigermaßen gut spielen kann. So habe ich eigentlich angefangen mit den Bambinis, mit den Kleinen. Wir haben jetzt einen guten Nachwuchsstamm, sind auch ziemlich gut dabei bei der Jugend. Wir haben zwei Jugendnationalspieler im Team und ich denke, dass daraus auch gute Nachwuchsspieler hervorkommen. Wir haben gesehen, überall haben sie erreichte Siege hängen. Was war denn der letzte Sieg? Wir haben letztes Jahr leider knapp den B-Pokal verpasst, da waren wir am Endspiel. Ja, auf den ganz großen Erfolg warten wir jetzt noch ein bisschen. Und es geht gleich wieder weiter. Sie gehören auch zum DMSB und zum ADAC? Jawohl, Voraussetzungen der Sportart. Das ist Bundesliga, Motorball, mit 14 Mannschaften. Eine holländische Mannschaft, die noch bei uns mitspielt in Deutschland. Aufgeteilt in Nord- und Südgruppe. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Weiterhin viel Erfolg und noch weitere neu zukommende Mitglieder. Vielen Dank. Guten Abend, herzlich willkommen im Restaurant Vino Rosso in Philippsburg. Folgen Sie mir mal nach, ich zeige Ihnen gerne mein Restaurant. Danke. Bei uns gibt's leckere Pizzen, Salate und Vielfalt an Nudelgerichten. Unsere Gäste können direkt am Pizzaofen zuschauen, wie die Pizza angerichtet wird. Bürgermeister Matus von Philippsburg ist jetzt auch hier eingetroffen. Herr Matus, was halten Sie von dem Vino Rosso? Hervorragendes Restaurant, Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, immer frische Ware, tolles Essen, tolles Ambiente, toller Standort und sommers wie winters immer ein Erlebnis wert. Noch weitere Fragen? Vielen Dank.